Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Heute Nacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann nur zu. Dann wählt diese Nummer hier 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Theo und Theo ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Moin. Moin. Moin Domian. Hallo Theo, um was geht's bei dir? Ja, ganz einfach. Thema Geschäft mit dem Sex. Letzte Woche habe ich schon ein paar Mal versucht, da bei dir durchzukommen. Hat leider nicht geklappt. Ja. Und ja, worum geht's? Ich bin seit 8 Jahren Pornodarsteller. Ne, 7 Jahre. 7 Jahre Pornodarsteller. Aha. Und ja, ich wollte einfach da so mal drüber reden. Finde ich interessant, ja, dass du anrufst. Seit 7 Jahren Pornodarsteller. Wie bist du dazu gekommen damals? Gekommen bin ich dazu eigentlich über meinen Schwiegervater. Ex-Schwiegervater, muss ich sagen. Der war auch Pornodarsteller, oder was? Nee, der, ja, das war er früher mal. Ist dann als Produzent tätig gewesen. Ach so. Hab dann seine Stieftochter kennengelernt. Hab die dann Hals über Kopf nach 4 Wochen geheiratet, nachdem ich sie kennengelernt habe. Und so habe ich dann in die ganze Branche reingerochen, habe bei ihm angefangen im Lager, wollte dann gerne mal einmal an so einem Set sein. Achso, du warst erst Lagerarbeiter bei einer Pornofirma. Genau, ja, und den Versand und so weiter alles gemacht. Und davor, was hast du davor beruflich gemacht? Also gelernt habe ich Bäcker und Konditor. Bäcker. Also das ich ist wollte ja keine kleinen Brötchen mehr backen. Eine schöne Karriere. Bäcker und Konditor. Genau. Dann Lagerarbeiter in einem Pornoversand. Genau. Produktion. Dann bist du an den Set, so nennt man das, da wo gedreht wird, mal schnuppern gegangen. Nee, das wollte ich immer gerne. Ach, das wolltest du bei, ihm, aber er hat mich nie mitgenommen. Er hat mir das 10-mal versprochen, aber nie mich mitgenommen. Und dann bin ich über einen anderen Produzenten, den ich da kennengelernt habe, mal an so ein Set mit rangeführt worden. Ah. Also da konnte man dann sehen, das ist, muss man sich vorstellen, wie so eine richtige Filmproduktion. Da sind Scheinwerfer, Regieassistenten, Kameraleute, ganz, ganz viele Menschen rundherum. Genau. Und in der Mitte ist dann Action, ne? Genau. Oder sollte Action sein? Ja, die Action war aber nicht, weil der Darsteller ist nicht gekommen. Und komischerweise hat der Produzent vorher zu mir gesagt, ich sollte doch mal einen AIDS-Test machen. Aha. Und sollte den mal mitbringen. Und das habe ich dann auch getan. Und dadurch, dass der Darsteller oder die Darsteller nicht gekommen sind, durfte ich dann gleich ran. Na, das klingt ja wie im Groschenroman. Du, ne, du willst mal. So. Es war wirklich so. Ja, das ist kein Witz, das war wirklich so. Und wieso hat. Der muss das da schon irgendwie sich überlegt haben, wenn er vorher gesagt hat, ich mache meinen AIDS-Test. Geh ich auch mal von aus. Ja. Vielleicht war das auch so ein bisschen geplant. Ja. Und ja, so bin ich dann dazugekommen. Du lieber Himmel, dann kommt man da hin, will einfach mal ein bisschen zugucken und dann sagt der Produzent, hier Hose runter und leg mal los. Ja, genau. Konntest du das denn? Bitte? Konntest du das denn? Warst du dazu in der Lage? Ja, ich sollte da also 2 Szenen drehen. Also die erste Szene habe ich hinbekommen. Mhm. Das ging also ganz gut sogar. Ja. Und dann hatte ich eine Stunde Pause und sollte dann noch eine 2. Szene machen. Ja. Und das hat dann also nicht mehr so geklappt. Also da musste mich dann sogar schon in einigen Sachen jemand dubeln. Ach so, schon beim ersten Mal. Ja gut, ich meine, das war auch wahrscheinlich die Anfangsnervosität. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass man sowas hat. Weißt du noch, wie dein erster Film hieß? Ja, natürlich. Nämlich? Car Wash. Car Wash? Ja, der ist an einer Autowaschanlage gedreht worden. Klingt ja fast anspruchsvoll. Ja. Sonst heißt das doch immer so die Glocken unterm Dirndl oder so, ne? Ja, das war mal vor ein paar Jahren. Also das musste die Zeit nochmal 20 Jahre zurückdrehen. Car Wash. Die Filme machen. Klingt ja richtig schick. Nee, war auch ganz anders. So, jetzt bist du seit 7 Jahren wirklich professioneller Pornodarsteller. Genau. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du so, kann man das sagen? Nee, das kann man so pauschal, kann man das überhaupt nicht sagen. Also es kommt immer drauf an, es gibt natürlich verschiedene Produktionsfirmen, für die ich arbeite. Da wird man dann immer tageweise gebucht. Ja. Man ist dann natürlich immer anwesend am Set. Man arbeitet aber so im Schnitt, wenn man eine Szene macht, so zwischen 1,5 bis 2 Stunden. Mhm. Es kommt immer darauf an, in welcher Größenordnung die Firma arbeitet oder was sie für eine Produktion machen. Wenn es also sehr aufwendige Produktionen und teure Produktionen sind, dann braucht man auch schon manchmal 2, 3 Stunden am Set, weil dann Spielszenen und so weiter mit reinlaufen.
Denn aber ansonsten bei einer normalen Hardcore-Szene kann man ungefähr ausgehen von 1 bis 1,5 Stunden, wenn ist die im Kasten. Wie lange dauert es, bis so ein ganzer Pornofilm im Kasten ist? Ein ganzer Film, ja, das kommt immer auf das Team an. Also was für eine Produktion gemacht wird oder was für ein Film gemacht wird. Es gibt ja ganz einfache Filme mit kurzen Handlungen. Da kann man also so einen Film schon an 1 bis 2 Tagen unter Dach und Fach kriegen. Kommen denn aber aufwendige Produktionen, wie zum Beispiel bei der Firma MMV, das ist also Multimedia-Verlag aus Degelingen, ist also die größte Firma in Deutschland, wo ich auch sehr, sehr gerne verarbeite, gerade für einen... Also ich verstehe, das kommt natürlich auf den Film an, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Genau. Nun geht ja immer so die Kunde um, wenn man da so richtig professionell Fuß gefasst hat, kann man richtig fett Kohle machen als Pornodarsteller. Wie viel verdienst du im Monat ungefähr? Also... Domian, Entschuldigung, aber über Geld möchte ich jetzt nicht reden. Okay, akzeptiert. Aber du kannst uns ja vielleicht sagen, ob es sich so schon im fetten Bereich anzusiedeln hat. Was heißt fetter Bereich? Fetter Bereich, das kann man ja auch relativieren. Ja, klar. Ich sage mal ganz einfach, man kann davon eigentlich, wenn man es professionell macht, kann man davon sehr gut leben. Gut, das ist eine Aussage. Da können wir uns so ein bisschen was drunter vorstellen. Man kann sehr gut davon leben. Ja. Macht dir Sex privat noch Spaß? Ja, natürlich. Ja, natürlich, wenn man einen großen Teil der beruflichen Zeit damit verbringt. Man muss das ganz einfach trennen können, das Berufliche und das Private. Ja, und das gelingt dir? Ja, natürlich, mir gelingt das schon, aber ich sag mal, meiner Partnerin oder besser gesagt meiner Ehefrau oder meiner noch Ehefrau und meiner Freundin, da konnte man das denn schon nicht mehr trennen oder die konnten das nicht mehr trennen. Das ging eine gewisse Zeit gut. Achso, das heißt, die Frauen hatten da mehr Probleme mit als du? Ja, natürlich. Ja. Das ist ganz einfach so. Also, gelingt es dir denn, oder gelang es dir in den Jahren, du hattest Beziehungen, du warst verheiratet, sagst du, dann auch noch so die Standfestigkeit dann privat hinzukriegen, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat? Im Klartext gesagt, hast du abends dann noch einen hochgekriegt? Ja, natürlich. Aus dem einfachen Grund, ich kann dir das ganz einfach sagen, man muss das, wie gesagt, ein bisschen trennen können. Also die Arbeit, da fällt für mich irgendwo eine Klappe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ziehe meine Arbeit da durch und habe mich eigentlich sogar gefreut, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dass ich dann zu meiner Frau bzw. zu meiner Freundin gehen konnte. Haben die Männer bei Pornoproduktionen, so wie man das dann in den Filmen sieht, haben die wirklich einen Orgasmus und kommt es da zur Samenentleerung? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das geht ja gar nicht anders. Naja, das kann ja irgendwie, ich dachte, das ist irgendwie... Leute bescheißen. Ja gut, davon bin ich ausgegangen, dass man das da auch macht irgendwie. Nein. Also das ist schon alles korrekt. Das ist schon völlig korrekt. Gut, aber daher meine Frage, wenn du vielleicht dann 3-mal am Tag, 4-mal am Tag gekommen bist bei einer Filmproduktion, wie sieht es dann abends im Bett aus? Ja, 3-4 Mal, das ist ja meistens nicht so. Also 3 Szenen machen also die wenigsten. Also es gibt fast gar keine mehr, die noch 3 Szenen am Tag machen. Ach so. Also wenn man da so 1 bis 2 Szenen am Tag macht, das reicht auch völlig aus. Ja. Und ich sag mal, wenn man seine Frau liebt oder seine Freundin liebt, so wie ich das getan habe, dann habe ich mich gefreut, nach Hause zu kommen und hatte mit ihr genauso viel schönen Sex noch. Das ist natürlich privat immer was anderes als wie am Set, das ist ganz klar. Nur ist ja ein großes Problem bei diesen Produktionen die Infektionsgefahr, dass man sich allerlei Krankheiten holt. Nun kann man sich einen tollen Test ausstellen lassen, aber der sagt darüber ja gar nichts aus, was die Person vielleicht am Abend vorher gemacht hat. Das ist wohl richtig. Die meisten Hetero-Produktionen sind ja ohne Gummis. Das ist auch richtig. Wie gehst du damit um, mit dieser ständigen latenten Gefahr? Tja, wie geht man damit um? Ich meine, erstmal als erstes ist es ganz einfach so, man kennt natürlich die Darsteller, mit denen man schon viele Jahre zusammenarbeitet. Also da ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen da. Du hast natürlich recht in der Situation, das kommen auch natürlich viele Leute, neue Leute dazu. Es ist natürlich immer ein gewisses Restrisiko, bleibt immer. Jeder hat natürlich einen aktuellen HIV-Test. Ja. Jeder professionelle Darsteller hat heutzutage auch einen Hepatitis-C-Test. Ja. Das sollte ganz einfach sein. Die werden dann natürlich auch alle 3 Monate nur gemacht, weil das reicht von einem Zeitvolumen her vollkommen aus. Hast du denn, um dieses Restrisiko wirklich noch auf null quasi zu fahren, mit deiner Partnerin dann mit Kondomen geschlafen? Nein. Das nicht? Nein? Also das Restrisiko, Domian, ganz offen und ehrlich, das kannst du dir ausschließen. Das kannst du aber auch in keinem Beruf ausschließen. Du kannst auch rausgehen und kriegst einen Dachziegel auf den Schädel und bist auch kaputt. Gut, man versucht natürlich, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber ich sag dir ganz ehrlich eines, wenn du dir einen Tripper einfängst, weil irgendjemand einen Tag vorher mit jemandem geschlafen hat oder Sex gehabt hat,
der sowas hatte, diese Krankheit, da bist du einfach nicht befreit von. Und natürlich ist dir das unter anderen Leuten auch schon passiert. Wie gehst du damit um, wenn du eine Partnerin nicht attraktiv findest? Um nicht zu sagen, wenn du sie fast abstoßend findest. Ja, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist ganz einfach, du stellst dir einfach was ganz anderes vor. Mhm. Du kannst natürlich auch, oder du hast natürlich auch, sage ich mal, es gibt drei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist die, du könntest natürlich diese Partnerin auch ablehnen. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist ganz einfach, um das durchzuziehen und um dein Geld zu verdienen, weil wenn du mit der nicht drehst, verdienst du natürlich auch kein Geld. Ja. Greifst du zu Hilfsmitteln. Hilfsmittel heißt? Bayer Leverkusen lässt grüßen, oder Pizza, Viagra. Also Viagra, oder es gibt mittlerweile ähnliche Präparate auf dem Markt. Cialis. Cialis, Levitra, glaube ich, heißt es. Ja, genau, und dann gibt es eben noch die andere Möglichkeit, dass dann eben Injektionen gesetzt werden. Ja, nun sind diese Produkte ja relativ teuer. Müsst ihr die dann aus eurer eigenen Tasche bezahlen oder bezahlt das der Produzent? Nein, nein, selbstverständlich bezahlt das jeder Darsteller aus seiner eigenen Tasche. Achso, also ist es gang und gäbe schon im Pornobereich, dass jeder so sein Pillendöschen dabei hat und wenn es nicht mehr so richtig funktioniert, wirft man eine Pille ein und dann steht er wieder. In der Richtung. Mhm. Ja, also in diese Richtung läuft es auch. Ja. Man sieht auch schon mal, wenn man so Berichte im Fernsehen sieht, dass die Jungs dann irgendwie im Nebenzimmer sich wiederum andere Pornos angucken, um so in Stimmung zu kommen. Mhm. Ist das bei dir auch so oder kannst du das bestätigen? Also bei mir persönlich ist es nicht so, aber ich habe es auch so gesehen, dass entweder Pornos geschaut wurden oder sind oder Zeitungen oder Zeitschriften mit dabei sind, wo die Leute sich ganz einfach vom Kopf her irgendwie aufbauen. Ja. Ja, also das ist... Aber bei dir ist das nicht so? Bitte? Bei dir ist das nicht so? Nö, ich konzentriere mich auf meine Darstellerin und wenn ich da Hilfe brauche, dann frage ich sie ganz einfach, ob sie vorher mit mir mal schon ein bisschen übt. Ach, verstehe. Also das ist also auch machbar, ja. Theo, du bist 36 Jahre alt, wie lange willst du es noch machen? Kann ich dir ganz genau sagen, noch bis zum 1. Juli. Bis zum 1. Juli und dann ist die Karriere als Pornodarsteller vorbei? Für mich beendet. Was machst du dann? Wieder Konditorei? Brötchen backen? Nein, ich werde was anderes machen. Nämlich? Ich werde wieder irgendwo in einem Lager arbeiten. Aha. Ich habe also ein gutes Angebot bekommen. Ja. Und würdest du die Zeit, würdest du sagen, das war eine interessante Zeit für mich und ich will die Zeit nicht missen? Aber selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Natürlich, das ist vollkommen klar. Also ich möchte überhaupt nichts missen. Ich möchte die ganzen Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder gearbeitet habe, nicht missen. Ja. Es war eine wunderschöne Zeit. Allerdings, wenn es in meinem Privatleben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, genauso gut gelaufen wäre wie da im Job, dann müsste ich eigentlich, oder dann würde ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt sein. Also dann wünsche ich dir jetzt, nachdem du den Job beenden wirst, bald, alles Gute und vor allen Dingen auch, dass du im Privatleben dann mehr Glück hast, als du das in der letzten Zeit gehabt hast. Dankeschön, Dominik. Alles Gute, Theo. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Eine freie Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, dann ruft ganz einfach an. Birgit hat zum Beispiel angerufen und Birgit ist 50 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo? Hallo Birgit. Das ist nett, du hast mich jünger gemacht. Das war eine 9, das war keine 0. Du bist 59 schon? 59, ja. Ach, sagen wir einfach 50. Sagen wir einfach Birgit, okay, 50. Okay, danke. Um was geht's, Birgit? Ich habe dich neulich fernbehandelt. Da hattest du eine Bemerkung gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem du telefoniert hast und hast nur gesagt, ich glaube, du hast dich geräuspert oder so und hast gesagt, das ist dein Heuschnupfen. Ja, und stimmt. Und da habe ich dir einfach ein bisschen Energie geschickt zum Harmonisieren. Ach, und, wie? Durch die Luft? Durchs Fernsehen, oder? Man kann sich auf jemand anders einstellen energetisch und dann kann man seine Energien fühlen und eben auch in Ordnung bringen. Das kann man machen. Und jetzt kann man wird mir erst klar, warum ich mich sofort danach besser gefühlt habe. Das wollte ich wissen, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, jetzt verkurzt du mich. Ich kann dich nicht sehen, ich höre dich jetzt. Nee, ich weiß es, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich mich da... Auf jeden Fall habe ich nicht nochmal niesen müssen und es hat auch nicht nochmal irgendwie gekribbelt in der Nase. Das weiß ich schon genau, ja. Ja. Bist du Heilpraktikerin oder wie kann man das nennen? Ja, ja. Man darf ja in Deutschland keine Leute heilen. Wenn man das kann, dann muss man ein Zertifikat haben. Ja. Und deshalb habe ich Heilpraktiker-Examen gemacht. Heilpraktiker-Examen? Ja, man studiert da richtig. Ich weiß, ja. Medizinische Sachen, ja. So Alternativmedizin vor allem. Eine richtige Ausbildung ist das. Nicht Studium, so umfassend. Studium, ja, auch praktische Sachen und dann muss man eine Prüfung machen, Examen machen, mündlich und schriftlich. Nun können das ja im Prinzip alle Leute machen.
Ja. Ja, ne? Jetzt höre ich aber daraus, dass du irgendwie besondere Fähigkeiten hast. Würdest du sagen, dass du nicht nur Heilpraktikerin bist, sondern auch Heilerin bist? Ja, das ist richtig. Was aber sind jetzt genau steckt, da? Das steckt eigentlich auch in jedem drin. Das kann theoretisch jeder lernen. Ja. Wie fühlst du dich jetzt denn? Im Moment? Gut ja. Ich habe dich nämlich jetzt am Anfang der Sendung auch noch mal ein bisschen harmonisiert. Wie machst du das denn dann? Wo wohnst du? Ich im Moment in Deutschland. Gut. Ja, das ist die andere Sache. Ich lebe also mehr in Frankreich als hier. Ja. Und gucke da halt auch. Ah ja. Und ich habe Probleme. Ich kann also von dort aus nicht anrufen oder einen Fax schicken. Und das war meine andere Bitte. Ich kenne das zum Beispiel von der Sendung Kopfball. Da bin ich auch ein Fan. Mhm. Und da kann man vom Ausland anrufen. Die haben eine Auslandsnummer. Das geht bei uns leider nicht. Von uns, man kann bei uns nur mailen aus dem Ausland. Ja, das kann ich halt nicht, weil ich da keine Möglichkeit habe. Aber nur haben wir uns ja. Telefon und wir sind Fax. Wir sind froh darüber. Jetzt wollte ich aber eigentlich fragen, nun sitzt du irgendwo in Deutschland jetzt im Moment und beamst mir gute Energien zu mir hin. Ja. Wie machst du das? Ja, man kann viel mit Vorstellungen arbeiten und das ist schwierig, also für jemanden, der sich damit sowas nicht auskennt, das zu erklären. Nee, sag mir nur mal, setzt du dich dann hin, machst du die Augen zu und konzentrierst dich auf mich oder wie hast du es gemacht? Ja, also so als Start, da mache ich das schon, aber dann läuft es von alleine weiter, die Energie. Ja. Und also du kannst es nicht richtig erklären, was du dir da vorstellst im Einzelnen, das geht nicht. Doch, ich könnte schon erklären, aber das wird jetzt lange dauern und das ist dann... Wie lange dauert denn so eine Konzentrationsphase, bis du das Gefühl hast, okay, jetzt ist es weg, jetzt hat er es, jetzt ist es bei ihm? Nein, also diesen Kontakt herstellen, das geht sehr schnell. Mhm. Und dann hängt das davon ab, wie dein Zustand ist oder der Zustand desjenigen, den ich da fernbehandle. Mhm. Und dann... wenn der Zustand besser ist, dann höre ich auf und das kann ich halt fühlen. Du kannst sogar fühlen, ob der Zustand besser ist. Ja. Das ist ja schon ein bisschen mystisch, ne? Da ist jemand vielleicht viele hundert Kilometer von hier entfernt und der kann das machen. Ja. Ja, du, ich mache das zum Teil bei ganz anderen Sachen, wenn ich jetzt was Schlimmes im Fernsehen sehe. Ja. Ja, wenn zum Beispiel da in Indonesien jemand im Gefängnis sitzt und oder wird da gefoltert oder so, dann versuche ich also dem Energie hinzuschicken. Also da klinke ich mich zum Beispiel dann vom Fernsehbild aus sofort ein und versuche Kontakt zu ihm aufzunehmen. Mhm. Das ist das, man muss irgendwie Kontakt zu dem kriegen. Mhm. Man muss den sehen oder man kann Kontakt auch über andere, die man kennt, aufnehmen. Wir sind im Grunde genommen alle vernetzt und verkabelt miteinander. Mhm. Es gibt so Sensoren im Grunde genommen. Also du sagst, letztendlich hat jeder diese Fähigkeit. Man muss es nur irgendwie erlernen oder aktivieren. Genau. Ja, du sagst also, ich könnte das letztendlich auch. Genau, du könntest das auch. Ich könnte mich auch hinsetzen und mich konzentrieren und jemandem in Amerika eine gute Vibration schicken, eine gute Energie schicken. Ja, das könntest du. Ja, ich könnte es gerne, wenn ich es denn könnte. Ja, man fängt ja erstmal im Kleinen an, dass man die Leute direkt bei sich hat und dass man die direkt anfasst. Dass man, also was ich mache, ist Reiki zum Beispiel. Reiki, das nennt man auch heilende Hände, dass man die Hände direkt auflegt. Achso, Hände auflegen, das ist sehr bekannt. Geläufig, ne? Ja. Das ist der erste Schritt. Ja. Das macht man bei sich selber oder bei anderen. Mhm. Und da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine davon ist Reiki. Mhm. Ich nenne das Energiearbeit, weil wir brauchen eben Energie. Und wenn wir in Harmonie sind, dann ist unser Immunsystem in Ordnung und dann werden wir nicht so leicht krank. Und wenn wir in Disharmonie sind, dann sind wir anfällig. Das sind die Sachen, die uns immer umgeben und die uns krank machen. Jetzt denke ich das mal andersrum. Wenn du sagst, ich kann jemandem von hier aus in die Ferne gute Energien senden, ginge das umgekehrt auch, dass man jemanden schlechte Energien sendet? Ja, schon, das geht auch. Das ist aber ja das schon... soll man nicht machen nee. Und das fällt, diese Sachen, die man macht, fallen immer auf einen zurück. Also letztlich schade ich mir selber dann. Aber das ist schon alles so ein bisschen mystisch und esoterisch, ne? Ja. Irgendwo schon. Ja, das geht dann ja auch im Bereich schwarze Magie und gibt es halt Leute, die sowas machen und würdest du sagen, dass du eine Hexe bist, eine weiße Hexe? Ja, bin ich auch, aber das hat jetzt mit Reiki nichts zu tun. Ah ja. Mhm. Das ist also, wenn du Reiki lernst, da gibt es also drei verschiedene Grade. Und beim ersten Grad, da lernst du dann mit Hände auflegen, jemanden zu behandeln. Entweder jemand anders oder dich selbst. Kannst du denn... Und beim zweiten Grad machst du das dann mit der Fernbehandlung. Da gibt es Symbole und Mantras, um Kontakt zu schließen. Ja. Und dann kannst du... am anderen Ende der Welt jemanden behandeln oder du kannst in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen und da behandeln.
Also das ist schon und schräg, beim dritten ne? Grad, da, das ist im Grunde genommen der Lehrergrad, da ist das dann, um das weiterzugeben. Ah, das ist bei Reiki. Und, lass uns mal nicht so ja? das zu theoretisch erklären. Ich würde gerne dich fragen, du bist Heilpraktikerin, arbeitest du denn hauptsächlich auf diesem Niveau und auf diesem Gebiet, wie du es gerade beschrieben hast, oder machst du auch so ganz klassische Sachen, so mit Kräutern und Homöopathie oder sowas? Ja, sowas mache ich auch. Das machst du auch. Mhm. Also man geht dann auf die Leute ein, was die brauchen. Also Bachblüten benutze ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist. Ja, das ist mir geläufig. Ja, oder mit Steinen behandle ich. Mhm. Kannst du Leute Steine nehmen und Hypnose mache ich, Heilhypnose, solche Sachen mache ich dann. Also nehmen wir mal an, es kommt jemand zu dir, der schulmedizinisch austherapiert ist. Nehmen wir an, wirklich ein sehr schwerer Fall, eine von Krebserkrankung. Vermutlich hattest du so etwas schon. Wie gehst du mit so einem Patienten, mit so einem Menschen um? Ja, die Schulmedizin hat gesagt, ich kann ihnen nicht mehr helfen. Ja, also bei mir ist es folgendermaßen. Ich hinterfrage erstmal, ob ich jemanden behandeln darf. Mhm. Und ich halte mich daran, das kommt zwar sehr selten vor, dass ich gesagt kriege, nein. Mhm. Es klingt zwar sehr blöd, aber manche Leute brauchen ihre Krankheit aus irgendeinem Grund. Mhm. Dass die da irgendeinen Lernprozess durchmachen. Kannst und du dann darf ich denen diese Möglichkeit nicht nehmen, indem ich denen einfach die Krankheit wegnehme. Das ist gut, das ist klar. Und wenn man das macht bei manchen Leuten, dann wandert die Krankheit. Dann kriegen sie auf einmal woanders was. Okay, aber kannst du das denn, fühlst du dich imstande, jemanden, der schulmedizinisch austherapiert ist, dass ihm geholfen werden kann durch deine Methoden? Also das kann man nicht generell sagen, aber es kann schon passieren. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mal, war ich bei einem Seminar, und da hatte der Seminarleiter ziemliche Ischias-Probleme. Ja. Und in der Pause habe ich ihn ein bisschen behandelt. Und dann sagte er, am Ende der Pause ist ein bisschen besser, aber nur ein bisschen. Mhm. Und als dann abends das Seminar zu Ende war, sagte er, prima, ist nichts mehr da. Mhm. Und dann habe ich ihn später mal gefragt, sagt er, nie wieder was gekommen. Na gut, das ist vielleicht auch nicht vergleichbar mit jemandem, der schwerst krebskrank ist. Ne, wenn man Ischias-Probleme hat. Ja, das meinte ich jetzt auch nur als Beispiel. Ja. Kannst du eigentlich sehen, wenn jemand in deine Praxis kommt und der sitzt vor dir, kannst du aufgrund vielleicht seiner Aura oder was auch immer, kannst du sehen, was mit ihm los ist, bevor er überhaupt davon erzählt? Nee, sehe nicht unbedingt, aber fühlen. Also ich fühle dann diese Sachen mehr. Mhm. Das ist bei jedem anders. Also, es gibt auch Leute, manchmal sehe ich auch ein bisschen, es gibt also Leute, die können das sehr gut sehen. Die sehen dann halt, wenn die Aura nicht in Ordnung ist, dann sind da schwarze Flecken oder die ist voller Schleim oder das sind so feinstoffliche Dinge, die nicht jeder sehen kann. Ja. Und ich fühle das eben mehr. Also Birgit, ich danke dir, dass du mich fernbehandelt hast und dass du mir so ein bisschen geholfen hast. Ja. Ich finde, nur werden viele Leute sagen, ach, das ist vielleicht Humbug und das ist irgendwie Hokuspokus und esoterisches Zeug. Ja. Ich bin aber auch der Auffassung, dass man sich auch öffnen sollte für solche Dinge. Mhm. Und sicher kann man da auch Heilung erfahren, fern den ganzen festgefahrenen Faden, die wir in unserer westlichen Welt im Prinzip so erkennen und kennen. Ja, ich muss mal Folgendes dazu sagen, ich heile die Leute im Grunde genommen nicht, ich gebe Hilfestellung. Heilen muss sich im Grunde genommen jeder selber. Ja, das finde ich auch einen guten Ansatz, ja. Das ist ein Selbstheilungsprozess, den du durchmachst. Und wenn du nicht bereit bist, aus irgendeinem Grund wieder gesund zu werden, dann ist das auch schwierig, dann komme ich da auch nicht gegen an. Und im Grunde genommen assistiere ich bei der Selbstheilung. Ja. Ich wie bei der Homöopathie oder wie ein Katalysator, weißt du, der setzt was in Gang. Ja, ja. Und dann läuft der Prozess von alleine. Ich freue mich. Meine Hauptaufgabe ist, mich im Grunde genommen überflüssig zu machen. Ich versuche halt, den Leuten zu helfen, sich selbst zu helfen. Ich verstehe, ja. Birgit, schön, dass du durchgekommen bist. Ich habe noch mehr. Das eine, also das, wie ich das mache, ist das mit Reiki. Mhm. Eine andere Möglichkeit, das ist dann, das nennt man dann Jinshin Jitsu. Das ist jetzt ein bisschen speziell, Birgit. Nein, das ist das Gleiche im Grunde genommen. Ja. Das gibt ja 100 verschiedene Sachen, im Grunde genommen ist das immer das Gleiche. Ja. Und das ist nämlich, da brauchst du dir nur ein Buch zu kaufen. Da gibt es ein sehr schönes Buch von Ilse Maria Fano, das heißt Jinshin Jitsu, die Heilkraft ihrer Hände. Ja. Und das kostet 9,90 € bei Knauer. Ja. Und das ist also ein sehr schönes Taschenbuch, was man dann lesen könnte, um einfach mal zu lernen, wo lege ich meine Hände hin, um meine Energien laufen zu lassen. Das war jetzt noch ein Tipp, ein Lesetipp. Ja, das war noch ein Lesetipp. Und dann habe ich noch eine Bemerkung. Der Jan hat gesagt, ich dürfte das nochmal sagen. Es regt mich im Moment wahnsinnig auf, wie die mit dem Michel Friedmann umspringen. Ich mag den eigentlich nicht.
Aber das ist kein Grund, also dass man da sein Privatleben so an die Öffentlichkeit zieht. Der ist ja schon vorverurteilt, was die da für schlimme Sachen erzählt haben, wo überhaupt noch nichts bewiesen war. Ja, das ist jetzt noch ein ganz neues, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ein neues Thema. Ja, aber ich wollte das einfach mal... Du hast es gesagt und somit ist es okay. Das finde ich also schlimm. Ich meine auch, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben Recht auf Privatleben und man sollte die nicht vorverurteilen. Lieber, wir brechen das mal jetzt hier ab. Wir haben uns sehr lange unterhalten und da sind noch sehr viele andere Leute und das ist ein ganz neuer Themenkomplex jetzt. Okay. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist und dass wir haben sprechen können und ich wünsche dir alles Gute. Ja, und wenn du immer mal merkst, es geht dir schlagartig besser, dann bist du es, ich weiß es. Könnte sein. Ja, tschüss, Birgit. Schade, dass es mit dem Ausland nicht klappt, also mit den Auslandsnummern. Ne? Tschüss. Okay, tschüss. Anne, 35 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Anne. Hallo Domian. Ja, ich hoffe, du hörst mich gut. Es geht so. Anne, was ist denn dein Thema? Um was geht's? Also ich möchte heute über meine Tochter Jennifer sprechen. Ja. Die ist vor 2,5 Monaten an Krebs gestorben. Wie alt ist sie geworden? 10,5 Jahre. Ja. Mhm. 10,5 Jahre. Wie lange war sie krebserkrankt? Also wir haben die Diagnose im Ende Juli letztes Jahr bekommen. Mhm. Und bis sie dann gestorben ist, waren es etwa 8,5 Monate. Wie, ging also relativ schnell. Wie hat sich die Krankheit bei ihr anfänglich bemerkbar gemacht? Sie hatte Gleichgewichtsstörungen. Mhm. Also sie ist öfters mal so schief gelaufen wie so ein Seefahrer an Land, also so schlingernd. Es war aber am Anfang noch ganz, ganz minimal. Also es ist einem zwar kurz aufgefallen, aber so extrem war es nicht. Dann kam morgens, wenn sie aufstehen sollte zur Schule, hat sie Doppelbilder, also hat sie gesagt, sie sieht alles doppelt. Und dann kam noch ein bisschen Übelkeit dazu. Mhm. Und dann habt ihr sie untersuchen lassen, weil ihr gesagt habt, hier stimmt, kann irgendwas nicht stimmen. Was für ein Krebs wurde denn dann diagnostiziert? Also die genaue Bezeichnung dieses Krebses ist anaplastisches Astrozytom. Das heißt, was bedeutet? Das war der Tumor saß am Hirnstamm. Ja. Also wo das Rückenmark ins Kleinhirn geht. Mhm. Und sie haben uns von Anfang an gesagt, dass dieser Krebs inoperabel und unheilbar ist. Das haben die sofort gesagt? Ja. Es kam also die Diagnose und gleichzeitig auch diese Information, diese furchtbare Information, dass man im Prinzip nichts machen kann. Genau. Wie bist du denn da oder wie seid ihr? Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Ja, ich bin verheiratet seit 13 Jahren. War das das einzige Kind? Die Jennifer? Wir haben noch eine jüngere Tochter, die ist 8. Ja. Als ihr das erfahren habt, wie geht man denn dann im ersten Moment als Eltern mit so einer furchtbaren Nachricht um? Ich bin da schon ein kleines Stück gestorben. Mhm. Man klammert sich zwar immer an eine kleine Hoffnung und das ging auch die ganzen 8,5 Monate durch, dass man sich an jede kleine Hoffnung geklammert hat. Welche kleine Hoffnung zum Beispiel? Ach, man denkt, naja gut, der eine kann die Bilder vielleicht nicht so genau lesen wie der andere. Mhm. Und wir waren ja auch zu einer Biopsie, also zu einer Probenentnahme in Freiburg. Und man hat immer gedacht, naja, vielleicht sieht der dann was anderes oder sieht der es vielleicht günstiger oder weiß der was anderes. Mhm. Aber dem war nicht so. Nee. Wurde das Kind immer mehr krank von Monat zu Monat? Ging es ihm immer schlechter? Also am Anfang... Der gravierendste Einschnitt war am Anfang, dass sie schlecht laufen konnte, durch das mit dem Gleichgewicht und eine Zeit lang im Rollstuhl saß. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, dass mir, wenn man das überhaupt so sagen kann, von den Symptomen her relativ viel Glück hatten, dass unsere Jenny von schlimmeren Sachen also verschont blieb. Wie war denn der Zustand von deiner Tochter Jennifer in den letzten Wochen und letzten Tagen? Also es war ja so, dass ihr durch die, wir hatten 6 Wochen Bestrahlung im September und Oktober und gleichzeitig lief nebenher Chemotherapie. Also in Tablettenform. Sie hatte immer Angst vor Krankenhäusern und vor Spritzen. Aber warum, Entschuldige, wenn ich unterbreche, warum hat man denn das noch gemacht, wenn man von Anfang an schon wusste, man kann sowieso nichts unternehmen, um es zu verzögern, oder? Ja, also weil wir gesagt haben, wir möchten alles versuchen, was versuchbar ist. Ja, ja. Es hätte ja durchaus, man klammert sich ja an Wunder. Natürlich, oder, es hätte ja auch anschlagen können, vielleicht dann doch. Ja, eben. Mhm, ja. Und wir hatten ja auch Glück,
6 Wochen nach der Bestrahlung wurde eine Kontrollkernspinnaufnahme gemacht. Mhm. Und da hat sich auch gezeigt, dass der Tumor geschrumpft war. Und, aber wie war Ihr Zustand dann in den letzten Wochen? Also die letzten 4 Wochen war mit ihr nicht mehr viel anzufangen. Sie lag eigentlich bloß im Bett. Mhm. War sie zu Hause bei euch? Ja, wir hätten sie gern bis zum Schluss bei uns gehabt, aber sie war bloß 2,5 Wochen bei uns. Mhm. Und da lag sie eigentlich nur im Zimmer, wollte die Rollläden unten haben und alleine sein. Sie wollte nicht vorgelesen haben oder wollte keine Gesellschaft. Sie wollte einfach nur alleine sein, was mir sehr wehgetan hat, weil ich sie gerne geknuddelt hätte. Aber das zeigt ja schon, wie schlecht es dem Kind gegangen ist, dass es gar keine Ablenkung wollte. Und dann musste sie ins Krankenhaus. Ja, sie hat dann am 5. April einen Krampfanfall gekriegt. Mhm. Das kann man so wie so ein epileptischer Anfall. Mhm. Und war von da an ohne Bewusstsein. Ja. Und der war so schwer, dass die behandelnde Ärztin, die ist ja extra zu uns nach Hause gekommen, gesagt hat, das kann man bei uns zu Hause nicht mehr kontrollieren. Ist die Jennifer denn nochmal zu Bewusstsein gekommen? Nein. Nein. Die letzten 10 Tage, die sie dann im Krankenhaus lag, war sie bewusstlos. Hast du so dazu ein Gefühl entwickelt, dass es vielleicht ein Segen war, dass sie nicht mehr zum Bewusstsein kam, dass sie nicht leiden musste, dass sie vielleicht dann keine Schmerzen ertragen musste? Also daran wurde ja schon medikamentös sehr viel getan. Also sie war ja im Olga-Hospital in Stuttgart und die sind da wirklich spezialisiert drauf auf krebskranke Kinder und denen muss ich auch wirklich ein unheimliches Lob aussprechen. Die waren alle so toll und so prima. Und Jenny hat so eine Art Beruhigungsmittel kriegt, ein sehr starkes, ich habe mal gefragt, wie die Kinder sterben, die so einen Krebs haben, und da hat mir der Arzt gesagt, das ist so eine Art Erstickungstod. Mhm. Und da bin ich natürlich total erschrocken und war total verzweifelt. Aber er hat mir dann auch gleich gesagt, dass medikamentös da durchaus sehr ruhig gestellt werden kann, quasi, dass er da nichts merkt. Ja. Warst du dabei, als sie dann gestorben ist? Ja. Du warst dabei. Ich war die 9 Tage im Krankenhaus quasi rund um die Uhr bei ihr. Ist sie ruhig eingeschlafen? Sie hat von einer auf die nächste Sekunde aufgehört zu atmen. Mhm. Wirklich. Das Ganze ist 2 Monate her, sagst du? 14. April, ja. Mhm. Die Kleine ist 10 Jahre alt geworden. Ja. Das ist ja dann für Eltern ein unfassbares Unglück eigentlich, in dem Alter ein Kind zu verlieren. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ja. Wie geht ihr in der Familie, wie alt ist das andere Kind, sagst du? 8 Jahre. Wie geht ihr in der Familie jetzt mit diesem Leid, mit diesem Unglück um? Das ist eigentlich mein größtes Problem. Also wenn ich mal von Problemen reden möchte. Also, aber ich bin eher ein Mensch, wenn mir was auf der Seele liegt, dann muss ich reden, dann muss ich drüber reden. Und mein Mann und meine Tochter sind genau das Gegenteil. Das heißt, es gibt fressen's in sich rein. Das heißt, es gibt irgendwie in der Familie ein großes Schweigen über dieses Unglück. Also ich kann schon ansprechen, aber ich merke dann sehr schnell bei meinem Mann zum Beispiel, und ich nehme ihm das auch wirklich nicht übel. Also ich möchte es dazu sagen, dass er schnell zumacht, weil er, ich denke einfach, weil es ihm auch so weh tut, dass er gar nicht drüber reden will. Ja. Habt ihr eigentlich mit der Jennifer darüber gesprochen? War ihr, ich meine, mit 10 Jahren kann man ja schon gut mit jemandem reden. War ihr klar, dass sie todkrank ist? Nein, das war ihr nicht klar. Wir haben ihr zwar gesagt, dass sie im Kopf einen Tumor hat, als das alles angefangen hat mit diesen Medikamenten und Krankenhausgehen und Bestrahlung, weil wir das ja irgendwie begründen mussten. Ja. Und ich eigentlich schon ein Verfechter bin, der sagt, ehrlich wert am längsten. Und sie hat es auch sehr, also will ich jetzt mal sagen, sehr, sehr gelassen und positiv aufgenommen. Also ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Mhm. Aber die letzten 4 Wochen, als feststand, dass nichts mehr getan werden kann und dass sie quasi im Sterben liegt, das haben wir speziell nicht angesprochen. Mhm. Ist es wahrscheinlich auch besser so gewesen? Ich weiß es nicht, aber es war bei uns in der Familie trotzdem kein Tabuthema. Also Freunde oder Bekannte kamen, man hat schon offen drüber gesprochen und ich denke, Jenny hat es auch gehört. Ja. Also ich bin schon der Meinung, sie wusste, worum es geht. Mhm. Und wir hatten auch eine Krankenpflegerin, die einmal am Tag gekommen ist. Ja. Die hat mir im Nachhinein auch gesagt, sie ist auch sicher, dass Jenny wusste, worum es geht und dass sie im Sterben liegt. Und wenn sie
drüber sprechen hätte wollen, dann hätte sie es auch getan. Habt ihr die Beerdigung in einer besonderen Weise feierlich gestaltet für das Kind? Oder war es für dich, erzähl mal, wie ihr es gemacht habt? Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin froh, dass ich den Tag überhaupt überstanden habe. Mhm. Und dementsprechend, wir haben es nicht großartig feierlich zelebriert oder ja, wie soll man sagen. Ja. Für mich war primär einfach die Sache wichtig, dass ich den Tag einigermaßen überstehe. Ja, ja. Und ich wollte kein großes Brimborium und ich wollte einfach nur, dass das vorbeigeht und dass ich es hinter mir habe. Und auch wenn das jetzt vielleicht bescheuert klingt, aber... Nein, das klingt, glaube ich, sehr nachvollziehbar, was du sagst. Mhm. Anne, es gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, gibt es so ein Netzwerk, das sind Selbsthilfegruppen, die nennen sich Verwaiste Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Ja, ich habe im Internet eine Internetseite gefunden, die heißt Leben ohne dich. Ja. Und da habe ich mich auch registriert. Das ist nur schwierig für mich, weil ich im Moment keinen eigenen Internetanschluss habe und ins Internetcafé gehen muss. Und dadurch kann man das natürlich nicht so. Also, weil du nämlich gerade gesagt hast, irgendwie funktioniert die Kommunikation ja nicht in der Familie aus verschiedenen Ursachen. Und ich bin der Auffassung, dass man, gerade wenn man so ein Unglück erfahren hat, dass man, wenn überhaupt, etwas Trost dadurch erfährt und etwas Hilfe bekommt, indem man sprechen kann, indem man mit Menschen sprechen kann und sich austauschen kann. Und ich halte sowas, soweit ich die Rückmeldungen bekommen habe von Anrufern, diese Selbsthilfegruppen für eine ganz, ganz wichtige und richtig gute Einrichtung. Mhm. Denn da treffen sich Menschen, denen genau das widerfahren ist, was dir widerfahren ist. Also jeder hat seine eigene Geschichte, aber jeder kann den anderen richtig nachvollziehen und nachempfinden. Ja, ich weiß, wir gehen auch jetzt am 1. Juli für so ein Wochenende zu einem Seminar, wo sich Familien treffen, die ein Kind verloren haben. Das finde ich auch sehr gut, ja. Und das war mir sehr wichtig und da gehen die ganze Familie, also mein Mann und meine Tochter gehen auch mit. Ja. Und ich bin jetzt ich habe gestern das erste Mal auch ein Gespräch gehabt mit einer Pfarrerin, die wohl Trauernde begleitet. Mhm. Und das hat mir auch sehr gut getan. Ich würde dir sehr gerne anbieten, dass du jetzt noch ein Gespräch, auch ein ausführliches Gespräch mit meinem Psychologen führen kannst. Mhm. Das ist der Johannes heute Nacht. Und der Johannes wird dich auch gerne noch mit der einen oder anderen Telefonnummer von den verwaisten Eltern beispielsweise versorgen, dass du dann, wenn du das möchtest, da Kontakt aufnehmen kannst. Okay, ja. Ich möchte dir und deiner Familie wirklich mein tiefstes Beileid aussprechen. Und ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, wird ermessen, in welchem Unglück und in welcher tiefen Finsternis ihr sitzt im Moment. Und das ist eigentlich nicht zu beschreiben. Ich wünsche euch alle Kraft dieser Welt. Und ihr habt ja noch ein Kind. Und das ist ja so schön, oder so wichtig, dass ihr jetzt vielleicht alles auf dieses Kind konzentrieren könnt und diesem Kind beisteht. Denn sie hat ja eben ihre Schwester verloren. Ja, stimmt. Du legst bitte auf und Johannes ruft dich an. Vielen Dank, ja. Alles Gute von Herzen, Anne. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben 1.43 Uhr und 30 Sekunden und jetzt geht es weiter mit Simone. Und Simone ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simone. Um was geht's bei dir? Ich würde gerne darüber reden, wie es für eine Familie ist, wenn ein Angehöriger im Knast sitzt. Das ist bei euch so? Ja, mein Bruder, der mir am engsten gestanden hat. Gehst du ein bisschen näher noch ans Telefon? Ja, klar. Ja. Besser so? Ja. Ja, so. Dein Lieblingsbruder ist im Knast. Genau. Warum ist er im Knast? Er hat innerhalb von einigen Monaten 30.000 Pillen von Holland nach Deutschland geschmuggelt. Ecstasy-Pillen? Genau. Mhm. 30.000? Ja. Mhm. Wie hoch ist seine Haftstrafe? Also die reguläre Haftstrafe wäre 9 Jahre und 8 Monate Haft. Und davon muss er 3,5 Jahre absitzen. Mhm. 9 Jahre Haft? Ja. Weil der Richter ihn für skrupellos und eiskalt hielt. Ja. Könntest du bitte den Fernseher und das Radio ganz leise schalten? Habe ich aus. Ja, wirklich? Mhm. Ja. Wie lange sitzt er jetzt schon im Knast? Er sitzt seit Anfang Februar. Also er war von November bis etwa 3 Wochen war er in U-Haft, kam auf Kaution dann frei
Und Anfang Februar war seine Verhandlung und seitdem sitzt er halt in Haft. Also er wurde direkt nach der Verhandlung festgenommen. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich möchte darüber reden, wie es ist, wenn jemand aus der Familie im Knast sitzt. Wie ist es denn für dich, dass dein Lieblingsbruder im Knast sitzt? Furchtbar. Ich habe eigentlich am Anfang gedacht, ich komme jetzt gut zurecht, aber ich habe das Gefühl, so die Familie bröckelt auseinander. Der ganze Frust wird irgendwie von meiner Mutter auf mich übertragen und ausgelassen. Ich darf mit keinem darüber sprechen, was geheim gehalten werden muss. Ach so. Das ist so, auch in der Verwandtschaft ist das geheim? Es ist geheim in der Verwandtschaft, ja. Also in der Deutschen. Wir sind eine deutsch-holländische Familie und es wird einfach bei der Deutschen geheim gehalten. Deutsch-holländisch oder deutsch-polnisch? Deutsch-holländisch. Deutsch-holländisch. Mhm. Ja. Also ist es im Prinzip nur ein ganz kleiner Kreis, der das weiß und vor den anderen muss das man... Das wissen nur meine Brüder und meine Eltern und halt die holländische Verwandtschaft. Mhm. Und davon auch nicht alle. Und vor den anderen muss man ein Lügengebäude aufbauen. Richtig, genau. Ja. Das ist eine einzige große Lüge. Also das Auto von meinem Bruder steht momentan bei meinen Eltern. Mein Bruder hat regulär in den Niederlanden gewohnt. Mhm. Und momentan ist die Frage, warum das Auto von meinen Eltern steht, das Haus. Die Sache ist die, dass mein Bruder halt jetzt morgens abgeholt wird von seinen Arbeitskollegen oder von so einem kleinen Bus. Und das Auto braucht er halt momentan nicht. Das ist so die Version. Diese Lüge, ja. Ja. Ist für dich besonders schlimm, eben in dieser Lügenwelt zu leben, dann die Aggressionen auch der Mutter, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie abzukriegen, ihren Frust abzukriegen? Oder ist es für dich auch schlimm, einfach, dass der Bruder nicht da ist? Also ich würde sagen, das Schlimmste ist für mich, dass mein Bruder nicht da ist. Ich darf ihn nicht sehen. Er darf halt nur alle 2 Wochen Besuch empfangen. Ja. 3 Leute dürfen hin, also mit meiner Mutter 2 Begleitpersonen. Ja. Die Familie in Holland ist groß, die möchten ihn alle besuchen gehen. Und wie oft hast du ihn denn schon besucht jetzt? Einmal. Aber du darfst ihn nicht sehen, also du darfst ihn dann doch sehen. Ja, alle paar Monate, dann halt das nächste Mal, wenn ich dran bin, das wird Ende Juli, Mitte August sein. Schreibt ihr euch, dürft ihr euch schreiben? Ja, ne? Also ich kann ihm schreiben. Ja. Er kann auch zurückschreiben. Das Problem ist, also wenn man Briefe schreibt, die dauern 2 bis 3 Wochen, bis die da ankommen, weil es erst über den Richter geht. Die werden kontrolliert und gelesen, die Briefe. Ja. Und bis die halt in die Hand kriegen, das dauert 2 bis 3 Wochen. Ja. Nun hat er ja wirklich auch eine handfeste und große Straftat zu verantworten. Ja. Wie stehst du denn dazu? Das ist objektiv auch so an, aber das ist, man weiß die Hintergrundgeschichte. Das ist, die Hintergrundgeschichte ist die, dass mein Bruder letztes Jahr in ziemlich großer Geldnot war, von meinem Cousin angesprochen ist, einmal Pillen rüber zu schaffen, eine kleine Menge, und dafür Geld bekommen hat. Und dann wurde er halt von meinem Cousin erpresst. Mein Cousin wurde dann halt auch irgendwann mal verhaftet, hat meinen Bruder verpfiffen. Mein Bruder musste trotzdem weitermachen für seine Kumpanen da. Warum musste er weitermachen? Bitte? Warum musste er weitermachen? Weil er erpresst worden wurde. Er wurde erpresst im Sinne von, wenn du jetzt nicht weitermachst, verpfeifen wir dich. Und dabei wurde er schon längst verpfiffen. Er wurde dann monatelang abgehört über Handy, er wurde beobachtet, wenn er über die Grenze gefahren ist. Also du siehst deinen Bruder als Opfer letztendlich und nicht als Täter? Nicht als Opfer, doch als Täter, aber wiederum auch als Opfer, weil das eigentlich überhaupt nicht seine Art ist. Mein Bruder ist ein hochsensibler Mensch. Aber meinst du nicht, dass er auch frühzeitig hätte Nein sagen können? Frühzeitig hätte die Notbremse ziehen können? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Und die Geldnot ist ja nun keine Begründung für eine Straftat. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kenne meinen Bruder nicht. Ich weiß, er hätte es niemals aus Boshaftigkeit getan. Das ist mein Bruder ist, das hört sich dumm an, mein Bruder ist im Knast und hat Drogen gedealt, aber... Hat er vorher auch schon mal irgendetwas... Nein. Gar nichts? Er ist ganz... also er war nicht vorbestraft? Nein. Gar nichts? Was hat er denn beruflich getan vorher? Er hat Koch gelernt, dann hat er Fleischer gelernt. Dann wollte er dann eine Ausbildung zur Altenpfleger machen. Ja. Und die macht er dann jetzt wohl im Knast. Ja. Wieso hatte er so Geldprobleme? Ja, wegen dem Auto, was kaputt war. Und er konnte sich nicht leisten, die Reparaturen. Er brauchte das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Also letztendlich eine Kleinigkeit, ne? Also er hat keine großen Schulden gemacht oder nicht? Das war im Prinzip etwas ganz Alltägliches. Ja, er wollte nur einmal und dann, wie gesagt, er wurde unter Druck gesetzt. Also jetzt, es gibt ja
Im Prinzip gibt es ja zwei Problemfelder. Einmal die Tatsache, dass dein Bruder, den du offensichtlich sehr gerne hast, du sagst, es ist dein Lieblingsbruder, dass er im Knast ist. Das ist das eine Problemfeld. Das andere Problemfeld ist, was aber auch sehr gravierend ist, finde ich, diese Situation in der Familie und die Verlogenheit. Was meintest du eigentlich vorhin damit, ich kriege den Frust und die Aggression der Mutter ab? Weil die Mutter wütend auf den Sohn ist? Ist sie jetzt wütend? Nein, überhaupt nicht. Also meine Mutter steht voll und ganz hinter meinem Bruder. Ja. Und leidet darunter. Sie leidet darunter erstmal, weil sie auch ihren Sohn nicht sehen kann, weil sie es geheim halten muss und weil sie momentan seine Schulden abbezahlt. Achso, und dadurch entstehen halt Verspannungen und Frustrationen und die lässt sie an dir ab. Genau. Mhm. Also heute hat wieder hysterischen Anfall gehabt und mich macht es fertig, wirklich. Wohnst du denn noch mit deinen Eltern zusammen? Nein, ich wohne seit 7 Jahren außer Haus. Ja. Ist der Kontakt denn zu deinen Eltern noch sehr eng? Ich gehe einmal bis zweimal die Woche hin, um meine Mutter zu unterstützen. Das ist. Ich meine, wenn die Situation in der Familie so sich verkompliziert und so unerträglich wird, wäre es doch vielleicht gar nicht so falsch, wenn du dich da etwas hinausziehen würdest, etwas distanzieren würdest. Ich habe oft genug drüber nachgedacht und heute auch das letzte Mal, aber ich habe dann wiederum auch Mitleid mit meiner Mutter, die ihren Schwiegervater noch pflegt und meine Mutter vorletzte Woche hat es mit den Nieren gehabt. Ich habe einfach Mitleid mit meiner Mutter. Ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt im Stich bin. Aber kannst du denn auch nicht ganz offen mit ihr reden, nach dem Motto, pass mal auf, das ist jetzt eine schlimme Situation. Wir geben es nicht nach draußen, wir halten da diese Lügen aufrecht, aber wir müssen zusammenhalten jetzt zumindest und uns gegenseitig das Leben nicht noch schwer machen. Kann man sie da nicht erreichen mit Worten? Ich habe ihr gesagt, es ist nicht nur dein Sohn, der im Knast ist, es ist mein Bruder. Und das ist überhaupt kein Verständnis. Meine Mutter sieht ja nur, dass mein Sohn da weg ist und sieht nur noch sich und nicht andere. Das ist, sie sieht nur noch sich leiden und nicht wie Geschwister darunter leiden. Das ist es einfach. Mhm. Ich habe ein Gefühl, die Familie driftet einfach auseinander. Also, ich finde die Situation einfach unerträglich. Mhm. Gut, aber jetzt muss man halt sehen, was man unternimmt. Ne? Also auf der einen Seite finde ich wichtig auch, dass du den Kontakt, wenn brieflich, wenn auch nicht so oft persönlich, aber immerhin, dass der Kontakt aufrechterhalten wird und konstant bleibt zwischen dir und dem Bruder. Das wird ja wohl auch so sein. Ne? Das macht er ja auch. Ja. So. Das Zweite ist, dass du in irgendeiner Weise versuchen musst, jetzt die Nerven zu behalten in der Familie. Weil das hilft ja nicht, wenn du jetzt auch zusammenbrichst und vielleicht auch vor lauter Gefühlsüberschwang dann auch Dinge deiner Mutter vielleicht sagst, die dir hinterher leid tun. Insofern war meine Idee gerade, sich da ein bisschen rauszuholen, um das Ganze erstmal zu beruhigen. Ich meine, das ist natürlich eine sehr angespannte Situation, ist mir schon klar, aber man muss ja jetzt irgendeinen Weg finden. Damit ist ja niemandem gedient, wenn ihr euch jetzt auch letztendlich die Nerven bis zum Geht nicht mehr aufreibt. Wie gesagt, ich würde schon gerne den Kontakt abbrechen, aber dann... Nein, du musst ihn ja nicht abbrechen. Es geht ja nicht um Abbrechen. Es geht einfach etwas dich zurücknehmen, etwas rausnehmen, um einfach so die... Es ist ja alles relativ frisch auch noch, um sich, dass das Ganze sich erstmal etwas beruhigt. Ja, das Problem ist, wenn ich dann mal, was ich einmal die Woche nur zu meiner Mutter hinfahre und ich das zweite Mal hinfahre zu besuchen und zu helfen, was ich, dann kriege ich dann zu hören, du kannst die Familie nicht im Stich lassen. Dann werden mir auch Vorwürfe gemacht. Also. Ja, da musst du sagen, pass mal auf, ich halte das im Moment nicht mehr aus. Ich muss mich einfach ein bisschen zurücknehmen. Du musst einfach irgendwie einen Standpunkt einnehmen und auch dann deine Mutter damit konfrontieren. Sonst führt es ja zu einem einzigen Chaos, auch zu einem Gefühlschaos in eurer Familie. Ja, das Gefühlschaos ist bei mir schon drin. Das ist, also ich muss versuchen, mich momentan wirklich arg zurückzunehmen. Ich bin eigentlich Borderlinerin und das Gefühl, mich selbst zu verletzen wollen oder diese Aggression, die da auftaucht, ich weiß nicht, ob der Begriff Borderline dir jetzt was sagt. Also, das müssen wir auch nicht vertiefen. Ich würde aber... Ich meine, es ist halt schwierig für mich, das einfach in so einen Zaum zu halten. Ja. Aggressionen etc. Ich würde vorschlagen, dass du auch mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest. Ja, gerne. Dass er jetzt gerade auch, was die familiäre Situation anbelangt, dir vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen kann. Machen wir das so, Simone, du legst auf und der Johannes ruft dich an. Okay, dann bedanke ich mich. Alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss. Und ein Mensch mit dem Namen Rotin, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, morgen. Das ist ein Männername? Das ist ein Männername, genau. Den habe ich noch nie gesehen, Rotin. Kommt aus Indien. Also, Rotin, 30 Jahre alt. Bist du auch, bist du Inder oder kommt deine Familie? Ich bin Halbinder. Halbinder. Um was geht's denn? Also es geht darum, eigentlich hatte ich ja gestern schon mal angerufen, da war es dann ein bisschen zu spät geworden. Mhm. Ich bin jetzt seit... Also gestern hatten wir das Thema brutale Frauen, müssen wir genau, dazu sagen. Genau, genau. Ich
bin seit 3 Jahren verheiratet. Mhm. Und meine Frau litt halt vorher schon unter einer Essstörung. Mhm. Kommt auch aus einem sehr gewalttätigen Umfeld. Und hat das jetzt so langsam, aber sicher auch auf mich jetzt abgewälzt. Ich bin im Prinzip der Erste, den sie kennengelernt hat, der sie respektiert hat, wie sie war. Und der ihr gesagt hat, sie soll sich nicht alles gefallen lassen. Und da sie am Anfang auch anfing, sich selber zu verletzen und ich immer dazwischen gegangen bin, hat sie versucht, sich dagegen zu wehren, um sich weiter verletzen zu können. Hat mich da eher zufällig verletzt. Aber so langsam ist es dann, die ganze Wut, die noch in ihr steckt, hat sich dann auf mich im Prinzip. Ja, was heißt das genau? Das heißt, sie schlägt dich? Sie schlägt, sie tritt, sie beißt, sie kratzt. Wie schlägt sie dich? Mit der offenen Hand, ganz normal. Sie nimmt auch Gegenstände, um zuzuschlagen. Mhm. Bist du schon verletzt worden oder schwer verletzt worden? Nee, schwer verletzt worden bin ich nicht. Aber verletzt worden? Ich habe da bisher noch Glück gehabt. Ich wurde von ihr schon geschnitten. Normalerweise nur dann, wenn sie sich selber schneiden wollte und ihr die Sachen wegnehmen wollte. Mhm. Aber ich wurde zum Beispiel vor 2 Wochen ungefähr, wurde ich von ihr ganz empfindlich getreten. Mhm. Zwei Mal hintereinander, sodass ich selber schon fest auf dem Boden lag. Wohin getreten? In die Geschlechtsteile. Mhm. Und okay, was ich dann gemacht hatte, was mir selber auch falsch war, ich hatte versucht, eine Distanz zwischen uns zu bringen, sodass sie damit aufhört. Mhm. Ich habe sie zurückgeschoben. Mhm. Und wir sind zurzeit mitten im Umzug. Wir sind gerade umgezogen. Mhm. Und bei uns liegt halt noch alles voll. Und dabei ist sie halt gestolpert. Mhm. Und sie hatte früher schon mal ein gebrochenes Steißbein. Und halt auch auf den Po gefallen. Mhm. Und hat sich das Steißbein dann geprellt. Ja. Also am Anfang dachten wir noch, es sei eventuell gebrochen. Ja. Und ja, sie kam dann halt zum Notarzt und so weiter. Und ja gut, das sind halt immer so Sachen. Also, das hört sich ja schon sehr dramatisch an. Und das hört sich ja so an, als wären das eben nicht, oder du hast es ja auch so gesagt, dass es keine Ausnahmen sind, sondern dass das eigentlich schon die Regel ist. Ja, dass es ja oft vorkommt, auf jeden Fall. Ja, es passiert immer öfter, genau. Mhm. Und wieso lässt du dir das gefallen? Wieso machst du das mit? Ich weiß es teilweise selber nicht genau. Nur was halt das Schlimmste an der Sache ist, das ist ja nicht, dass ich dabei verletzt werde oder so, sondern wir haben jetzt noch 2 Kinder. Ach, eine Tochter, die ist 3 Jahre alt, ein Sohn, der ist 13 Monate alt. Mhm. Ich weiß zwar, dass sie den beiden niemals was tun würde. Aber die Kinder kriegen das schon mit, wenn ihr... Eben, das ist das Problem. Mhm. Wir waren letzte Woche bei einem Paartherapeuten. Mhm. Also wir sind wirklich aktiv dabei, nach Lösungen zu suchen. Das heißt, sie ist einsichtig und ihr tut das auch leid, was sie da macht? Sie sagt immer, wenn sie mal einen hellen Augenblick hat, einen lichten Augenblick hat, wo sie genau weiß, was sie tut, dann versucht sie nach Lösungen zu suchen. Mhm. Und wir haben da zusammen nach Lösungen gesucht und wir haben halt festgestellt, wenn wir mit jemandem Neutralen reden, dann funktioniert es auch. Mhm. Und ja. Also, Routine, drängen jetzt mal ein bisschen auf Zeit, weil unsere Sendung so lange läuft. Ich glaube, ich habe das grob verstanden, was du gesagt hast. Aha. Ich finde, das ist mir gestern schon aufgefallen, dass man mit Frauen weniger zart umgehen sollte in der Beurteilung solcher Sachen. Nicht weniger zart umgehen sollte wie mit Männern, wenn Männer gewalttätig sind. Ich finde beides in gleicher Weise grauenhaft, wenn das passiert. Und ich finde das vor allen Dingen jetzt in eurem Fall auch noch, abgesehen von deiner Person, dass da auch noch 2 Kinder mit im Spiel sind, dass nun wirklich alles, was nur irgend möglich ist, in die Wege geleitet werden muss, dass da ganz schnell eine Änderung eintritt. Und auch, dass du eine klare Haltung einnehmen musst. Was ist denn das für ein Zustand, dass du dir da in die Eier treten lässt? Was ist denn das für eine Art und Weise, dass du dich da schlagen lässt? Naja, was das Schlimmste in der Sache immer ist, insbesondere wenn sie dann mit ihrer Schwester oder ihrer Mutter redet und ich dann auch mit denen rede, dann heißt es bloß, ja, wir können uns gar nicht vorstellen, dass so eine zierliche Frau so einen muskulösen Typen wie dich schlagen oder treten kann. Du wehrst dich nie, du machst nie irgendetwas zurück. Ich versuche, die Arme zu fixieren, ich versuche, Schläge abzuwehren. Ja, ja. Das tut ihr teilweise natürlich auch weh. Ja. Ich versuche immer, dass es so wenig weh tut wie möglich. Und dann ist halt neulich das passiert, wo sie hingefallen ist. Ja. Ich meine, unsere Lösung jetzt sieht so aus, dass wir versuchen, sobald wir es uns leisten können, uns noch eine 2. Wohnung zu holen, mhm. sodass wir eine räumliche Distanz haben.
und den Kindern gegenüber aber als Einheit noch auftreten können. Ruti, wir beenden mal das Gespräch, weil die Sendung gleich vorbei ist. Mhm. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Meine grundsätzliche Haltung ist aber null Toleranz auch gegenüber brutalen Frauen. Null Toleranz gegenüber brutalen Menschen. Ich muss leider Schluss machen. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dir auch. Danke. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bei meinen Leuten, bei Wolfram Spikowski, Uli Krapp, Jan Hölz, Gunnel Blendin, Dirk Winhüsen, Nikolaus Schelzig, Heinrich Stanzig und Elke Büchter. Unser Thema nächste Woche Dienstag heißt Große Lügen. Wir sind Montagnacht wieder da. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.